So unsere erste Wanderung, also kann man ja nicht sagen, wir waren ja gestern schon mal kurz unterwegs. Von mir, ja. Weil die Garage ist ja offen. Ja. Ach, geil, geil, geil. Ist das geil. Ist hier mit Hausnummer so und so? Wenn, gibt es ja bei uns eine Nummer. Nicht weit von unserer Unterkunft, habe ich schon zu Hause gesehen, ist hier so eine Biwakhütte. Und da liegt immer schon Holz und normalerweise ist auch ein Hackebeil da. Also die Finnen sind da ganz cool drauf. Die müssen alles da, um Feuer zu machen, wenn es kalt ist. Da hängt Säge ist auch da. Sägebock. Gucken wir uns jetzt natürlich an. Ach so, ja, hier irgendwie so ein Spaltding. Krass, das ist krass. Ja, ein Trockenklo. Ja. Kannst du Kegali machen, wenn du willst. Mit Klopapier so, ja. Und Styroporklo-Deckel, das ist geniefriert am Po. Ja. Holz, Säge, alles da. Und wenn es uns fröstelt, dann können wir uns jetzt hier was warm machen. Ja. Mit Grill zum Fische drauf machen oder ja, was auch immer. Seid ihr grüßt, Zuschauer. Ja, und viva paiva. Das werden wir nach und nach auskundschaften. Minulla und Burka. Traumhaft. So, na mal gucken, wo wir hier landen. Mach mal lieber die Kamera aus, falls ich wieder hinfalle. Nee. Da rutscht der ja wie ein... Wie Hulle. So, jetzt sehen wir unter der Autobahnbrücke lang. Ah, da sind schon die Dinger, genau. Ach du Schande, hier ist alles voller Eis. Wie das aussieht. Das sieht ja toll aus. Du kriegst, ey, da kriegt man, ja, da könnte man heulen. Es ist so warm in der Sonne. Abartig.
Wir haben ja schnell einen Schneemann gebaut, weil das haben wir ja schon eine Weile nicht mehr gemacht. Hier könnte man noch coolen Iglu bauen, hier mitten in der Natur, ja. Am besten oben auf den Hügel. Kaliolle Kukulalle. Schön. So, hier ist ein markierter Wanderweg. Ja, sieht man gar nicht, oder? Also man sieht es jetzt, wenn man genau hinguckt. Krass. Du fährst vor. Geil. Blaubeeren. Auf das Eis. Durch die Eisschollen. Das ist zu dünne, glaube ich schon. Das ist zu dünn, definitiv. Ja. Ah, die Füße sind trocken, ja? Ja. So, wir waren jetzt schön wandern. Mhm. Und wir haben ja diesen trockenen Schrank, Trockenschrank. Ich mal rein. Ist das schon alles trocken jetzt? Oh nee, noch nicht ganz. So, die Sauna ist angeheizt. Ja, die Bude ist wahrscheinlich eine Immobilie, die gekauft wurde von irgendeinem Unternehmen. Und es wird hier so allein gelassen. Zum Glück haben wir Wanderschuhe mitgenommen. Hallo liebe Finnland-Freunde, wir sind heute in Mikkeli. Mikkeli, ich weiß nicht, ob es einer weiß. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, hat den Namen vom Erzengel Sankt Michael. Mikkeli scheint sowas wie Michael zu heißen. Und ja, das ist hier so ein komischer Berg. Ich glaube, hier geht es nicht wirklich weiter. Und eigentlich wollte ich hier hoch, aber naja, gut, mit Festhalten hier am Rand geht's. Ich weiß nicht, wie weit Mutter Natur kommt.
Also, kaum zu glauben, aber die Finnen sind ja erfindungsreich, würde ich sagen, weil die haben in einem alten Bunker, so einen Schutzbunker für die Bevölkerung, ja, haben die erstmal ganz motivierte Schwimmhalle drin gebaut, ja. Krass, krass, krass. Und richtig geil. Und richtig geil. Schwimmhalle. Ja. Unglaublich. So, ja, ein Bahnhof. Wir haben hier noch keinen Bahnhof gesehen. Das müssen wir erstmal filmen. Garantiert alles zugemauert. Der Eingang war mal vorne an der Straße, ist zugemauert. Gibt es da nicht mehr Ruf? Cool. Zutritt verboten. Ach, ja, da kann man hoch normalerweise. Bestimmt, weil vereist ist oben. Ey, da steht noch eine Wurmskanone. Bäm. Na da, da. Überall. Kugel drin? Nee, ach so, haben sie gemacht, dass man nicht mehr schießen kann. Schade. Thank you.
Capelli. Ja, Eugen Hüber. Pfui. Ups. Also ich würde sagen, früher haben die, die hier gelebt haben. Da haben die Hunde geschissen. Ins Wasser. Ja? Kannst du wissen, ins Wasser? Echt? Ist ein bisschen Wasser geplatscht. Wenn ihr mal in der Nähe seid, besucht mal die Wog von Savo. Olavinlinna. Besucht mal Savo und Lina. Olavinlinna heißt es. Mhm. Die schroffe Wog am reißenden Strom. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung, ja. Hätte ich nicht gedacht. Olavinlinna heißt es. Cool. Das ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Finnland. Mhm. Kann ich verstehen, ja. Ist schon. Nicht schlecht. Das ist ja richtig schön. Also, vor allem viel Natur gelassen. Oh, eine Mini-Kanone. Das ist die, haben sie gerade, habe ich gerade gelesen, die hat immer Signale. Also so Warnschüsse, ja. So, ja, genau. In Richtung der Stadt. Ja, krass. Hier war noch eine anscheinend. Einfach nur schön.
hier war mal hoch. Hier war ein Kamin. Kongresssaal. Veranstaltung, Kongresssaal, Sali. So was sollte man auch immer mal zwischendurch machen. Ja, finde ich auch. Ne? Bisschen hier, Kultur ist schön. Hier kommt man nie wieder her. Das wisst ihr ja nicht. Naja, gut. Aber hier geht man nicht 10 Minuten. Nee. Vielleicht mit Lina nochmal, wenn sie mal hier ist oder so. Wird das gut zum Verstecken spielen hier? Also Heuburgfahrt ist schon wieder diese Schwimmhalle da unterm Berg, ja? Ja, und dann und ist jetzt der Geschmack. Tolle Boot hier. Also Finnland hat jede Menge zu bieten. Ja. Deutschland ist aber Seen nicht. Wald. Ja. Hätte sie, was mir noch fehlt, ist ein Elch. Den brauche ich jetzt noch. Irgendwann. Tage. Große Halle jetzt hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir hier hin dürfen.